unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da wir hier versammelt sind, um miteinander Gottes Wort zu hören, ihn im Gebet und Loblied anzurufen und im heiligen Abendmahl den Leib und das Blut Jesu Christi zu empfangen, so lasst uns zuvor gedenken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken, auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen: Gott sei mir Sünde gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Thank you.
Der Evangelist Matthäus berichtet im 16. Kapitel, wie Jesus sein Leiden und seine Auferstehung ankündigt und die Jünger auffordert, ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Hört im 17. Kapitel, wie er selbst und sie mit ihm dafür herrlich gestärkt werden. Führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Thank you.
Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beten, Herr Jesus Christus, du bist unser Herr und hoher Priester. Wir bitten dich, öffne unsere Augen und Herzen, damit wir dich als solchen erkennen und anbeten. Amen. Liebe Gemeinde, in diesen Tagen wurden und werden wir an Ereignisse unserer Geschichte erinnert, die zum Teil noch immer ihre langen Schatten bis in die Gegenwart werfen und uns mahnen, nie wieder eine Rassenideologie, Intoleranz und Gewaltherrschaft in unserer Gesellschaft zu dulden. Da war beispielsweise der 20. Januar, der Tag der Wannsee-Konferenz, an dem die Nationalsozialisten 1942 die systematische Ermordung Menschen jüdischer Abstammung beschlossen. Diesem waren viele Millionen Menschen zum Opfer. Viel zu wenige Menschen haben damals ihre Stimme gegen diese unvorstellbar und schrecklichen Grausamkeiten und für die ins Unrecht gesetzten Menschen erhoben. Hören wir den Predigtext aus der Offenbarung im 1. Kapitel. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philippi und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchten einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Liebe Gemeinde, die Leiden der Christen um etwa 100 nach Christus veranlasst Gott, dem Apostel Johannes, in einer großen Vision zu offenbaren, dass Jesus Christus, der gekreuzigt und auferstandene Herr, Herrscher dieser Welt ist. Der römische Kaiser Domitian, der sich selbst als göttlicher Herrscher feiern ließ, duldete es nicht, dass die Christen bekannten, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, und verfolgte und tötete deshalb viele Christen. Sieben Gemeinden sollen ein Sendschreiben erhalten. Sieben steht für die Vollkommenheit, die Vollzahl. Alle Menschen der Welt sollen also erfahren, das Lamm Gottes, was für ihre Sünden starb, ist Herr dieser Welt. Auch wenn es vordergründig so scheinen könnte, dass der römische Kaiser die Oberhand gewonnen hätte. Der Apostel sieht zudem sieben Leuchter und mitten unter ihnen einen stehen, der hatte ein langes, weißes Gewand an und glich einem Menschensohn. Ob er nicht weiß, also Johannes, wer das ist,
und deshalb nur eine vage Umschreibung gibt, eine wie ein Menschensohn. Johannes weiß sehr wohl, wer da vor ihm steht, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, der schon von den Evangelisten als Menschensohn bezeichnet wird. Johannes gebraucht diese ausweichende Umschreibung aus Ehrfurcht vor Christus, dem man nicht auf gleicher Augenhöhe begegnen, sondern vor dem man nur in die Knie gehen kann. Und die sieben Leuchte rücken Christus ins rechte Licht, denn er ist gerade in der Zeit der Verfolgung der Christen das Licht der Welt. Im Licht der sieben Leuchte sieht Johannes deutlich, was er trägt. Da ist einmal der Gürtel, wie ihn die hohen Priester tragen, als Zeichen dafür, dass Christus einen hohen priesterlichen Dienst getan hat, der für alle Zeiten gültig ist. Denn er hat mit seinem eigenen Leben für die Sünden der Welt bezahlt. Und im Licht der Leuchte sieht man, dass er ein langes weißes Gewand trägt, wie nur Herrscher es tragen durften. Denn er ist der König, der durch seinen Versöhnungsdienst herrscht und die Menschen tröstet und gewinnt. Johannes sieht noch mehr in seiner Vision. Aus Jesu Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Was ist dieses Schwert denn anders als ein Sinnbild für das Wort Gottes, von dem bereits der Hebräerbrief sagt, dass es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert? Denn sein Wort dient ja zur Unterscheidung von Gesetz und Evangelium in zweifacher Weise. Auf der einen Seite zeigt es uns unsere Sünden und auf der anderen Seite schenkt es uns Vergebung und Heilung. Wir müssen also keine Angst vor dem zweischneidigen Schwert haben, das Christus bezeichnenderweise nicht in der Hand, sondern im Mund trägt. Denn das Wort, das aus seinem Munde geht, soll nicht wieder leer zurückkommen, sondern trösten und Leben schenken. Das Schwert in der rechten Hand des römischen Kaisers, das ist eine Vernichtungswaffe und in diesem ganz besonderen Fall in Sonderheit gegen die Christen. Das Schwert im Munde Jesu dagegen bedeutet Heil und Leben. Aber es bedeutet auch, dass das Wort Gottes kein machtloses Instrument ist, sondern dass sein Wort tun wird, wozu er es aussendet. Wo Menschen unmittelbar auf den ewigen und heiligen Gott treffen, geschehen gewaltige Dinge. Ist es also ein Wunder, dass Johannes Hopp diese Schau der Herrlichkeit Gottes zusammenbricht und wie tot umfällt? Jesus streckt seine Hand nach ihm aus, um ihn wieder aufzurichten. Und Johannes hört diese unglaubliche Zusage: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Zusage Jesu hat bis heute ja ihren festen Platz bei jeder Beerdigung. Denn sie gilt auch über den Tod hinaus. Und dieser auferstandene Herr, liebe Gemeinde, ist in jedem Gottesdienst gegenwärtig bei seiner weltweiten Gemeinde. Er spricht das letztgültige Wort zu uns. Du bist gerettet, ich habe mein Leben für dich gelassen, ich richte dich auf, damit du in Ewigkeit lebst. Das tut er auch heute wieder, indem er uns zu seinem heiligen Abendmahl einlädt, uns aufrichtet, stärkt und tröstet. Weil unsere Welt seine Welt ist und er, Herr, seine Welt ist und bleibt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Zu dir wenden wir uns, Vater im Himmel, mit unserem Dank und unseren Bitten. Höre unsere Gebete und antworte uns gnädig. Lass deine Herrlichkeit über uns erscheinen, wohne unter uns mit deiner begeisternden Nähe. Herr, es ist gut, hier bei dir zu sein. Lass uns nachher mit deiner Freude und deinem Frieden im Herzen nach Hause gehen. Schenke uns gute Worte für unsere Familie und unsere Nachbarn. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Zeige uns deine lebendige Nähe in unserem Leben. Mach uns immer wieder deine Nähe und Gegenwart gewiss, dass wir nicht ausgedachten Fabeln folgen, sondern deinem lebendigen Wort. Lass deine Begleitung einen spürbaren Unterschied in unserem Alltag machen. Stärke unseren Glauben an dich. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Nichts und niemand geht dir verloren. Danke, dass du deine verlorenen Kinder immer wieder suchst und zu dir heimholst. Gib uns deine Gnade, dass wir bei dir bleiben und uns nicht verirren, sondern an deiner Hand getrost unseren Weg gehen in der fröhlichen Freiheit eines Christenmenschen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Nimm uns unsere Zukunftsangst ab, Heiland Jesus Christus. Sorgen um unsere Arbeit, unser Auskommen im Alter, um Frieden, Sicherheit in unserem Land und unserer Demokratie. Mach uns neu gewiss, dass wir nicht blinden Mächten hilflos ausgeliefert sind, sondern in deiner gnädigen Hand geborgen sind und unter deinem Schutz leben dürfen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Lieber Vater im Himmel, um all das bitten wir dich im Namen deines Sohnes, unseres Heilands Jesus Christus. Mit dir und dem Tröster regiert er über alle Zeit und Welt. Lob und Dank sei dir, dem dreieinigen Gott, in Ewigkeit. Amen.
Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unserem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herrn und Heiler des Jesu Christi stärken und erhalten euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der wahre Leib und das wahre Blut unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi stärken und erhalten uns im wahren Glauben zum ewigen.
ewigen Leben. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der
unser Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr, der hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir.